Public Viewing ist ein weltweites Phänomen. Auch in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt bemüht man sich, Fans aus den eigenen vier Wänden zu holen. Mit einem hohen Angebot an Freilichtveranstaltungen soll das Schauen attraktiver gestaltet werden. Das Gucken vor den Fernsehgeräten oder in verrauchten Kneipen soll damit der Geschichte angehören. Der dritte Eventtag in Magdeburg stand ganz im Zeichen des Gastgeberlandes und ganz Deutschland hoffte auf einen Sieg über Ghana. Wenn Deutschland gewinnt, wird bestimmt noch viel passieren. Sehr viel passieren. Aber wenn Deutschland verliert, ist es ganz schnell leer. Dann habe ich ganz schnell Feierabend. Hofft ihr, dass der Schiedsrichter heute einigermaßen für Deutschland pfeift? Ja, aber es wäre unfair für die Gegner, für Ghana. Ja, ganz schön unfair eigentlich. Er soll fair pfeifen. Ja, sie müssen schaffen, würde ich mal sagen. Bevor das Spiel losging, rüsteten sich die Fans mit Bier und das Stadion begann sich zu füllen. Der Stadionsommer in Magdeburg hat bis jetzt knapp 14.000 Besucher angezogen. Im Vergleich zur Fußball-WM 2006 können sich die Fans auch über ein Mehrangebot an Veranstaltungen bereichern. Auch beim Public Viewing im neuen Stadion wird kein Eintritt verlangt, dennoch ist für genug Sicherheit gesorgt. Im Vergleich zu anderen Bundesländern verlangt man stattliche Preise von 5 bis 8 Euro. Diese WM ist für unser Team kein Heimturnier und das mitteleuropäische Wetter ist im Verhältnis während der Zeit in Südafrika unkalkulierbar. Aber für die Public Viewing Veranstalter und der Wirtschaft ist es ein großer Gewinn, denn wie immer bei Großveranstaltungen steigen die Umsätze. Die Fans sahen eine schwache erste Halbzeit und dementsprechend war die Stimmung im Stadion bis dahin nicht sehr hoch. An einigen Stellen gab es aber Fans, die trotzdem ausgelassen das DFB-Team anfeuerten. Das Bier war dann schon wieder alle und zur Halbzeitpause musste Nachschub her. Auch der Erfolg der deutschen Mannschaft mit dem Sieg gegen Australien garantiert eigentlich immer ein Weiterkommen. Trifft man doch bei einer WM immer auf schwächere Vorrundengegner als bei einer EM. Doch Ghana war da wohl eine Ausnahme. Das Blitztor von Mesut Özil in der zweiten Halbzeit ließ Deutschland wieder hoffen und alle lagen sich wieder in den Armen, auch nach Abpfiff des Spiels. Auch wie 74 hat unsere junge Elf bis jetzt einmal in der Vorrunde verloren und zum Ende haben sie aber doch noch den Pokal geholt. Mal sehen, ob es für dieses Jahr auch reicht. Im Moment ist die Euphorie der Fans wieder entspannter.